Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Mit Schwester Katharina, Franziskanerin in Olpe. Ich begrüße Sie herzlich zum gemeinsamen Beten an diesem Montagmorgen. Von Norbert Copray habe ich eine Adventsvariation gefunden, die mich beeindruckt. Er schreibt: Da kommt er und ich übersehe ihn. Da geht er auf mich zu und ich bin verschlossen. Da klopft er bei mir an und ich verschlafe ihn. Da tritt er bei mir ein und ich bin außer Haus. Da wohnt er bei mir und ich werfe ihn raus. Da will er sich mir mitteilen und ich schneide ihm das Wort ab. Da wartet er auf mich und ich zeige ihm den Rücken. Da lässt er Geschenke zurück und ich vergrabe sie. Da hat er unendlich viel Zeit und ich bin nicht zu sprechen. Da bringt er Ruhe und ich bin zerstreut. Da kommt er und ich sehe nur mich. Solange er immer noch kommt, immer wieder kommt, kann ich was ändern. Soweit dieser Text. Besser kann man diese Einladung nicht sagen. Advent ist jedes Jahr aufs Neue eine Einladung an uns, neu mit Gott zu beginnen. Ihn nicht zu übersehen, mich ihm nicht verschließen, sein Kommen nicht verschlafen, sondern da sein. Ihn nicht aus meinem Leben hinausdrängen, sondern die Tür öffnen. Ihm nicht das Wort abschneiden, sondern zuhören. Ihm nicht den Rücken zukehren, sondern das Herz. Seine Gaben nicht vergraben, sondern annehmen und nutzen. Nicht in Hektik zu vergehen, sondern mich von seiner Ruhe einladen lassen. Und immer neu hoffen, dass er, unser Gott, immer noch kommt und wir etwas ändern können. Im Leben, im Glauben und in der Erwartung auf sein Kommen. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.